Leute werden vergessen, was die Seele. Er wird von der Angst erfahren und versuchen, mit all seiner Kraft dem eigenen Albtraum zu entfliehen. Mark Twain. Wieder richtig große Scheiße. Herzlich willkommen zu Wooden House. Ein Horrorgame von der Sorte, was schon so viele Jahre in meiner Steam-Bibliothek gammelt, dass es langsam anfängt zu stinken. Und heute dachte ich, ich bring mal den Müll raus. Und ihr seid mit dabei. Haben wir ein kleines Schwert als Cursor? Oh, cringe. Wieso? Oh, guck mal, selbst das Menü ist in die andere Ecke gewandert, um sich zu schämen. Darf ich Wetten abgeben? In Haus, viel Holz, wir haben es geerbt und im Keller ist ein Spooky Monster, Alter. Weil da irgendwie Experimente gemacht wurden. Komm, und wie viele Likes wetten wir? Ihr müsst alle eure Accounts benutzen, um einen Daumen nach oben zu geben, wenn ich recht behalten sollte. Beginnen wir. Raus an die frische Luft, Zeit, Frieden und Ruhe im Lagerfeuer im neuen Haus zu enjoyen. Und da geht's schon los. Welcome to the new house, Chapter 1. Okay, dann. Wie ist es hier kalt und Glumili? Glumili. Ach, hier, guck mal, hier sind sie, die kleinen Glumilis. Was heißt denn das überhaupt? Das ist so ein süßes Wort. Hat irgendwie so ein atmosphärisches Grundleuchten oder so. Ich weiß auch nicht, aber wenn du hier eine Nacht überleben willst, dann musst du schon ein paar Pilze dir reinfressen. Oh, guck mal. Ein Blatt Pergament, worauf nichts geschrieben steht. Ich frage mich, ob sich, wenn ich da draufklicke, auf ominöse Art und Weise Buchstaben bilden. Hey, ich hab recht. Hallo und willkommen. Das Haus ist jetzt in deiner Hand. Danke, dass Sie dieses wundervolle Haus gekauft haben. Oh, wer hat, der hat. Bevor Sie reingehen, stellen Sie sicher, dass das Heizsystem angestellt ist. Der Schlüssel zum Haupteingang können Sie im Keller in einem Korb finden. Ich bin so froh, dass Sicherheit hier noch groß geschrieben wird bei meinem Eigentum. Die Benzinkanister sind hinter dem Haus. Haben Sie schöne Ferien. Ich dachte, ich habe sie gekauft. Ja, aber nur über die Sommerferien. Real Estate Agency. Oh, kannst du dir nicht mal einen Firmennamen ausdenken? Oh, come on. Junge, dieses Schreiben ist so authentisch, es würde in meinem Spam-Briefkasten landen. Ich glaube, da macht keiner auf, Bro. Okay. Schlüssel im Korb im Keller. Ich habe die Ferien sehr, sehr nötig, Alter. House of Terror. Warum? Jetzt haben wir es angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch, Alter. Beschweren können wir uns hinterher. Wer ist das? Wer ist das? Das sieht aus wie ein YouTube-Thumbnail. Oh nein. Gott, das muss ich doch anstellen hier. I need to bring the fuel to turn on the generator. Ah ja, das Heizsystem. Und wo ist jetzt der Korb, von dem die Rede war? Der ist bestimmt noch nicht gespawnt. Ich muss erst mal warm machen. Alles klar. So. Hinterm Haus, sagt er. Vorbei an den kleinen Gloomilies. Ah, guck mal. Und hier will ich jetzt Lagerfeuer enjoyen? Hat er das nicht gesagt? Diese Benzinkanister werden vielleicht praktisch sein. Junge Sherlock, Alter. Ja, wenn das Ziel daraus besteht, damit einen Heizkörper in Betrieb zu setzen, könnte, also. Weiß nicht, so. Der Typ geht auf eine Kfz-Werkstatt, sieht so Reifen und denke, ich habe ja ein Auto, es könnte praktisch sein. Ja, in der Tat. Oh, wie fülle ich das rein? Wo denn? Oder muss ich einfach. Ah! Au, guck mal hier! Aber hier ist eine Strinne! Hä? Und wo ist jetzt der Korb? Warte mal, er hat doch gesagt, in einem Korb ist der Schlüssel. Oder. Was? Kann ich das nochmal lesen?
Oder komme ich jetzt einfach rein? Au. Alter, wenn ich bis zum Ende des Spiels komme und nicht den versprochenen Korb kriege, raste ich auch aus. Ich bin jetzt in einem neuen Haus. Der Preis ist zwar sehr gering, aber das Haus ist wirklich cool. Ich habe den Heizung angestellt und mache bald einen Kurs, um schneller zu lesen. The house that is heating bones. Was laberst du? Safe game? An dem Oscar hier? Oh, der ist auch schon ein paar Mal runtergefallen. Ja, ich möchte bitte speichern. Wie kann ich... Y? Ah, ich muss Z drücken wegen... Ja, okay, das ist hier umgedreht. Alles klar. Alter, mit meinen 9 Geschwistern kann ich Wooden House spielen. Und jeder bekommt sein eigenes Safe Game. Cursed Edition. Oh, ich habe nur die normale Edition. Ich sollte den Generator im Keller anmachen. Wait, was? Was ist das für ein Sound? Door locked. Schrei mich nicht an. Komm ich hier in den Keller? Ihr müsst nicht gleich mit euren Chipstüten knuspern, Alter. I must find the candle that highlight the way down. Ich muss die Kerze finden, die den Weg nach unten erleuchtet. Door locked! Okay. Die Kerze, ja. Ist eine von den beiden die Kerze? Nee, dieses! Okay, mit der habe ich vorhin Dame gespielt. Oder was? Nee, was ist das? Ach, ihr wisst schon. Dieses. Was ist das für ein Geräusch? Und brauche ich jetzt noch Streichhölzer? Nö, nö, nö. Das ist eine Glow-in-the-Dark-Kerze, Alter. Nehme ich jetzt diese Lampe? Oh, ach, da mache ich die an. Ach, das mache ich an. Hä, was? Und wer macht hier die Kerzen an? Ich will hier nicht rein, es ist zu dunkel. Ach, halt ein Sabbel. Ich geh jetzt hier rein. Diese Generatoren. Wie lange kann ich sie reparieren? Ich hasse diesen Keller. Ich habe eine Batterie in einem der kleinen Räume im Keller gefunden. Und hab den Schalter mit seiner Hilfe angestellt. Ash T. Digga, ey, nachdem er Pokémon-Meister geworden ist, ist ziemlich downhill gegangen mit dem. Ash T. In einem der kleinen Räume eine Batterie gefunden. Aha. Was ist die Attacke? Es ist immer was falsch im Keller und diese Tür. Ich habe die Schlüssel zu diesem Haus seit 10 Jahren nicht gefunden. Es ist sehr alt und letztes Mal habe ich eine Ratte in der Größe von einem Hund gesehen. Ich weiß nicht, was da ist, aber das hört sich irgendwie nicht angenehm an. Gezeichnet Ash T, Experte für alles, was angenehm ist. Mal hier ist ein. Das kann ich doch an. Ach nee, die kann ich nicht anmachen, okay. I need a battery. Wie? Oh mein Gott, was? Oh. In Totenkopf. Die sind ja alle übel edgy, ey. Okay, alles klar. Die Batterie. Aber sollte die nicht hier im Ke- Du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Das war... War ich hier drinnen nicht? Was? Vielleicht habe ich es doch einfach übersehen und es ist an der Stelle mal wirklich mein Fehler. Aha, ich habe meine Arbeit erledigt. Jetzt kann ich relaxen. Ich bin froh über... Also, ich bin stolz auf dich. Gönn dir. Yeah. Chapter 3. It's time of peace and silence! Vielleicht kann ich die Schlüssel finden. Boah, Alter. Ja. Okay.
Peace and Silence, Leute. Ein altes Buch. Ich habe das nicht gesehen, als ich runtergegangen bin. Es kann sein, dass die Dinge immer erst nachher, also dann spawnen, wenn sie gefunden werden wollen. Hey, Junge. Bitte putz dir beim nächsten Mal die Zähne, danke. Das ist ja, ist auch irgendwie so ein bisschen wie Phobia, ne? Ich bin zu müde, ich brauche Ruhe. Boah, Junge, Alter, seinen Couch-Potato-Arsch hat diese Treppe komplett vernichtet. Guck mal, das sieht so ja so aus wie Phobia. Was? Mit diesen weißen, aber Phobia ist ein gutes Game. Du kannst dich diesen geilen Aufbau, die Stimmung, dieses Mysteriöse alles wegnehmen und das Spiel nochmal machen und dann denken, das ist gut. Oh, du Pimmel, ich hasse das, wenn Leute das machen. Wenn Leute gute Horror-Games nehmen, die mittlerweile wahrscheinlich auch schon zu sehr in die Jahre gekommen sind, und dann Kacke draus machen. Wieso? Oh mein Gott! Nein! Nein, die Schlüssel! Die habe ich jetzt gefunden! 10 Jahre hat er sie nicht entdeckt! Oh, das ist alles so praktisch, hier jetzt speichern. Gleich wird irgendwas richtig Bescheuertes passieren. Ich muss in die Küche gehen und was trinken oder was essen. Ich dachte, du wolltest schlafen. Mich jetzt hier speichern. So. Ja, bitte überspeicher das. Sonst muss ich das alles nochmal machen. Das will ich nicht. Ah, jetzt kann ich hier alles aufschließen. Warte, warte, warte. Oh, das ist... Warte mal, dieser Sound... Das ist eine Uhr irgendwo. Die ist halt nur unsichtbar. Es war damals im Trend. Müsst ihr wissen. Au. Oh, die Schlüssel zu dem Haus passen ausgerechnet an dieser Tür nicht. Ist okay. So. Hier ist ein Medkit. Oh, Alter. Das ist das Gruseligste bis jetzt. Wein? Leber, Alter. Das waren ihre letzten Atemzüge. What the fuck? There's a bedroom upstairs. Du willst mich verarschen. Oh Gott. Okay, was haben wir hier? Albträume? Ein Traum jede Nacht. Neben dem Schlafzimmer ist eine geöffnete Tür. Und wenn ich durch diese Tür gehe, ist ein Steifer. Ich kenne das Problem. Dieser Traum ist so real. Es ist schwierig, die Stimmen zu unterscheiden, die mich gerufen haben. Die schreien. Ashy. Horror-Game. Oh Gott. Oh, hier ein Lageplan. Oh, Documents. I do not need them. Aber sonst hebst du den Scheiß hier auf in diesem Gammelhaus. Ja, ist gut. Hier ist noch ein Schlüssel. Oder irgendwas, was an einen Schlüssel erinnert. Was ist eigentlich in diesen Kisten hier? Also meins kann es ja nicht sein. Oder kann's? Ah. Wir machen mal hier zu. Das ist irgendwie ungemütlich sonst. Gut, ich habe jetzt hier diesen kleinen Shortcut freigelegt. Die wollten also, dass ich erstmal da lang gehe. Ist fein. Oder auch mit diesen 2 Etagen. Warte mal, wie war denn das bei Phobia? Irgendwo oben ist da noch irgendwie der Dachboden oder so. Warte, das kommt auch noch. Ich habe es gefunden nach all dieser Zeit. Diese Türen, die sich nachts öffnen. Ich hab gedacht, ich bin in diesem Albtraum schon wieder. Das Hint to Deep House behind the door. Deep House? Ist es sowas wie Deep State, nur mit weniger Quadratmetern? Something like a room for doing... Räume für die Rituale. Ich hab's gewusst.
Aber wenn ich das geöffnet habe, haben tote Leute versucht, mich umzubringen, solange wie ich das Buch liquidiere. Also verflüssige quasi. Also ich muss es in seinen Ort tun. Und das Wichtigste daran ist, da im Keller da das Dings zu finden. Ich stehe on the mission, Alter. Mit 3 Backen Wein intus. Door locked. Okay. Was ist das denn für eine awkward Raumaufteilung hier? Oh, hier ist eine Chase-Scene. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Oh Gott. Was? Ich bin erwacht von den Geräuschen von der Tür. Ich muss nachsehen, ob alles okay ist. Yeah. Da gehe ich mal nachsehen, ob das alles okay ist. Wenn du mich lässt. Game, ich bitte dich. Es ist abgestürzt. Game, pass auf. Diesmal klappt's, ja? Oh, ich hoffe. Oh yeah. What's that noise from next door? Blood and Dream! Ich hab's gewusst. Run? Oh nein, guck ihn dir an! Look at him! Oh nein. Oh nein, das sind die toten Leute. Die haben in meinem Schlüpperschrank gehaust, bis ich ankam. Was stand da? Ich hab's nicht gesehen. Ich geh jetzt erst speichern, Alter. Sonst muss ich gleich wieder alles nochmal abspielen. Oh. This monster, do not let me go. Hast du ihn gefragt oder warum bist du dir so sicher? Okay, ich finde einen anderen Ausgang. Oh, warte, im Keller. Der ist jetzt nämlich offen. Phobie hat für diesen Step Hide in the Basement, ja. Irgendwie eine halbe Stunde an Storyaufbau gebraucht. Und das hat richtig gezündet. Und du haust mir einfach diesen Durchfall ins Gesicht. Ich möchte da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Du hast übelst viel Wahl. Du bist gut. Ein Mann, eine Mission. Oh, hier kann ich jetzt noch speichern. Corrupted liegt hier rum. Also, der hat es leider nicht rausgeschafft, Alter. Zu viele Gloomilies. So, was hier jetzt? Der Abgrund im Keller. Ich hab ihn gefunden. Oh, schon. Ja, ist gut. Oh, da ist noch so eine Tür. Geil. Was? Ich hab das Skelett des vorherigen Besitzers gefunden. Was, Ash T oder was? Er hat das Buch nicht zerstören können. Ach, das muss man. Nee, verflüssigen muss man das. Das ist wieder abgestürzt. Warum? Also, so aus Entwicklerperspektive, du lädst es auf Steam hoch und musst nicht eigentlich weinen und deine Identität ändern oder so? Verstehe ich nicht. Wie hält man das aus? Dieses Spiel kostet Geld. Look at him! So, eine Chance kriege ich jetzt noch, den Entrance zu finden. Oder? Da ist aber dabei. Nice. Alles, was ich je wollte im Leben. Sie jagen mich immer noch. Ich sollte den Eingang finden. Sie jagen mich immer noch, ja? Im Paulanergarten. Da vielleicht. Oh, hier kann ich wieder speichern. Oh, jetzt. Yes. Ich muss alles mitnehmen, Alter. Warte. Was jetzt? Ja, alles klar. Nur damit ich möglichst viele Ladebildschirme überbrücken kann. Das ist ein FPS-Creator-Game, die stürzen immer ab. Es hat schon einen Sinn, dass das niemand mehr benutzt. Oh
Mikros, okay. Oh, guck mal, der hat die Turnschuhe an. Der ist ein bisschen schneller geworden. Na, sitzen die Nikes? Oh. Okay, das war's dann wohl auch wieder. Finally! Ich muss wegrennen von diesem Ort. Ach, ich dachte, ich bin zum Tee eingeladen. Wo bin ich denn hier, Alter? Was ist das? Use HJK Keys? Wie jetzt? warte, was? HJ? HK? Ich soll was benutzen? Ich kapier das nicht. Ich sitze hier legit 10 Minuten. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. I don't understand. Ich war noch niemals so glücklich, die Sonne zu sehen. Was für eine Sonne! Was? Und wo habe ich die Kabel her? Hast du die im Keller gefunden, im Korb? Hätten sie es jetzt abgestürzt? Das wäre fast schon artistisch. Das würde fast diesen künstlerischen Aspekt des Spiels unterstreichen. Ich wäre so happy. Es ist abgestürzt. Wollen wir irgendwie eine Sammelklage erheben? Wollen wir es einfach verklagen, das Spiel? Ich glaube, wir bringen es in den Knast, Alter. Da hört's hin.